Und herzlich willkommen zu Euro Truck Simulator 2 in der Truck Sim Map 4.0. Und es geht nun weiter. Und zwar, wir sind jetzt hier vor uns Münchner Quartier. Und zwar, es ist jetzt auch das Go East Update. Hier drauf das Add-on, wo ich auch speziell für euch ein separates Let's Play mache. Da ist der erste Part am Freitag bereits nach oben geladen worden, nämlich mit ziemlich Problem. Ich hatte nämlich kein Internet plötzlich mehr gehabt hier. Dankeschön, liebe Telekom, für diesen Mist mal wieder. Ja, und heute jetzt ist es Abend geworden, wie man hier sehen kann, und jetzt geht es auf einmal wieder. Top. So, deswegen nicht wundern, aber wir sind ja zum Glück, das passt sehr gut, wir sind ja zum Glück das letzte Mal eh nach München gefahren und von da ab passt das ja eigentlich ziemlich gut, aber bevor wir jetzt hier nächtigen, werden wir erstmal reparieren. Denn wir haben irgendwie einen ziemlich großen Schaden irgendwie von 15%. Das ist natürlich nicht so toll. Ich weiß jetzt gar nicht, ich bin jetzt gerade ein bisschen selbstverwirrt. Haben wir den das letzte Mal eingefahren oder ist der jetzt hier durch das Update passiert? Ich weiß jetzt selbst gerade nicht. Naja, auf jeden Fall reparieren wir jetzt erstmal. Und ja, dann tanken wir bei uns im Firmengebäude. Weil da kriegen wir es ja ein bisschen billiger und da können wir dann auch gleichzeitig schlafen. So, Wartung. Ja, das tut weh, 17.000. Da kriegt man auch schon mal einen Neuwagen, ne? Natürlich in Autoform, selbstverständlich, nicht im LKW-Form. So. Hinaus. Und dann fahren wir schnell zu unserem Firmengelände. Und tanken dort mal auf. Da ist ja immer ein bisschen billiger und ja, schlafen können wir ruhig auch. Wir sind Schlafheinis und müssen schlafen. Ja, ich hoffe, es gefällt euch so einigermaßen, dass es jetzt so mit der Webcam geändert wird. Ich hoffe, das funktioniert auch so, weil beim ersten Mal hat es ja auch damals funktioniert gehabt, bei diesem Part 25, glaube ich. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Da hat es eigentlich auch ziemlich gut funktioniert gehabt und dann plötzlich nicht mehr. Danach wurde alles asynchron. Aber diesmal ist ja jetzt so, dass ich die Webcam von meinem Zweit-Laptop aufnehme und deswegen sollte es eigentlich möglich sein. Jetzt tanken wir erstmal und zum schönen Preis von 1,15 €. Welch ein Traum. Wer wünscht sich sowas nicht gern wieder zurück? Für 1,15 € tanken. Ja, ein Traum wird wahr. Ja, hier im Spiel, aber leider nicht in der Wirklichkeit. €1.209 erstmal. Ja, das kostet erstmal ordentlich was. Fast 20.000 sind damit weg hier für die Wartung. Ich ziehe das Tanken jetzt einfach auch mal zur Wartung und so. So, oh nein. Das ist auch immer präzise hier. Ist genauso wie Azese. Hier muss man auch sehr präzise reinfahren. Da müssen wir mal schauen. Jetzt. Und gute Nacht. Lalala. Und schönen guten Morgen. Hier sind wir wieder. Und hat der Markt gar nichts eingefahren? Weil normalerweise war es ja immer so, dass in der Zwischenzeit der Markt dann was eingefahren hat. Der gute Markt ist nur auf dem Rückweg von Recklinghausen aus, von Azese. Wenn wir schon vom Teufel sprechen, Azese. Ja, hat nichts gefunden da. Kein Auftrag. Aber wir finden jetzt einen Auftrag hier von München aus, das werden wir machen. Das Licht machen wir natürlich aus. Um 10 Uhr morgens braucht man kein Licht mehr. Und dann schauen wir mal. Wow. So, komm, fahr ein bisschen. Und dann schnappen wir uns jetzt ein Auftrag hier von München. Auf geht's.
So, selbstverständlich von Lukoil. München, nur Lukoil, keine andere Firma kommt in Frage. So, was haben wir denn da? Ah ja. Ljubljana waren zu häufig, Venezia nicht. Aber in Graz waren wir noch nicht. Graz, das hört sich doch mal gut an, ja. Und zwar fahren wir mal in schöner Österreich. ADA8, ja, perfekt. Wichtige Lieferung und es ist Azese. Ja, Azese ist heute hier en masse mit dabei. Ja, Schwefelsäure, 18 Tonnen diesmal von München Lukoil nach Graz zu Azese. Ja, es hört sich doch gut an. Berlin ist auch immer ein bisschen zu langweilig. Venezia wird zwar auch gehen, aber in Graz waren wir noch nicht. Dann schnappen wir uns mal den Tank. Das ist auch gleich. Hoppala. Da wird erstmal der Motor ausgestellt. So muss es sein. Ich hoffe, die Lampe da oben blendet nicht so doll. Falls das so ist, werde ich das im nächsten Part ein bisschen ändern. Weil ich merke schon, dass es irgendwie ein bisschen blendet. Ja, muss man. So. So sollte es aber einigermaßen hoffentlich gehen mit der Webcam. Und dann. Hoppala. Jetzt verfranzen wir uns auch schon. Ich hoffe, es geht so. Wenn nicht, dann werde ich es nächstes Mal ändern. Oh, was macht denn der hier für eine Fahrerei? Vor allem der bin immer noch ich hier. So, ich der Dölpel hier. So. Und ran. Und das ist auch, glaube ich, der Einzige. Genau, der hier schön Lukoil auch noch dran hat. Ja, dann machen wir uns jetzt mal auf nach Österreich. Und dann schauen wir mal. Liebe Österreicher, natürlich seid ihr auch ganz herzlich willkommen jetzt, gerade in diesem Part. Das ist natürlich ganz wichtig. Auch natürlich alle anderen sind wie immer herzlich willkommen aus Deutschland, Österreich, Schweiz oder wo auch immer ihr herkommt. Hauptsächlich versteht mich. Ja, es wird in anderen Ländern schwierig. Da gibt es meistens nur diese drei Länder. So. Ich habe ja auch gesehen, auch mal schöne Grüße in die Schweiz. Da schaut auch uns jemand zu. Ja, also ein Grötzi, oder wie man bei euch, glaube ich, sagt, ne? Mal in die Schweiz. In Switzerland. Muss auch mal sein. Ja, ist doch auch schön, wenn man auch mal nicht nur Deutsche hier hat, sondern auch mal ein paar Österreicher oder Schweizer. Warum nicht? Denn wir können alle Deutsch. Na gut, in der Schweiz muss man ein bisschen aufpassen, da können auch manche nur Französisch. Warum das so ist, weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt, aber. Weil ich habe vor kurzem auf Twitch gesehen, da hat jemand Oldwack gespielt und da war. Habe ich mal geguckt, ob da vielleicht mal irgendwer mal ist, der aus Deutschland, Österreich oder Schweiz spielt. Und dann habe ich gesehen, Switzerland. Gehe so drauf und höre dann plötzlich Französisch. Da wollte ich erst in den Kommentare so hinschreiben, ja, kannst du auch mal Deutsch sprechen? Ja, aber so unverschämt sind wir ja nicht. Ja, weil so, wenn ich ein Hater wäre, dann wäre ich natürlich so unverschämt, aber das sind wir natürlich nicht. Von Hatern, die Hater können mich eh mal den Buckel runterrutschen. Da gehe ich nicht drauf ein und warum auch? Warum soll man sich darum ärgern? Hat doch keinen Zweck. Naja, der Klügere gibt schließlich nach und der Klügere ist immer der Let's Player und nie ein Hater. Gut, dann folgen wir jetzt mal hier den Herren da vorne. Ich hoffe, es gibt zumindest keine Probleme irgendwie mit der Truxe Map und dem Go East Update. Dass da kein Problem gibt, weil in den Go East Let's Play habe ich nämlich jetzt die Truxe Map extra rausgenommen und spiele das auf meinen uralten, sage ich mal, Privatspielstand, weil auf meinem richtigen Spielstand ist mittlerweile auch die Truxe Map schon lange drauf, aber ich hatte das vorher abgespeichert auf meinem alten Spielstand ohne Truxe Map, falls irgendwie ein unerwarteter Fehler auftritt, weil man weiß ja nie. Also ich will, wie gesagt, den Macher der Truxe Map
keinen Vorwurf irgendwie anwenden, aber es kann ja immer mal passieren, dass wenn man die installiert, dass dann der komplette Spielstand kaputt ist. Es kann ja vorkommen, ja, da steckt man nie drinne. Und deswegen hatte ich da vorher auch abgespeichert ohne, und genau auf diesen uralten Spielstand habe ich dann dieses Let's Play am Freitag begonnen. Dieser Part hier, der kommt am Wochenende, Samstag, Sonntag. Ja, ich kann euch nur nochmal auffordern, wenn ihr hier in Deutschland wohnt, mindestens 18 seid, dass ihr am Sonntag zur Wahl geht, zur Wahlurne, und für die in Hessen auch zur Hessenwahl, wie meine eigene Person. Ich werde es auf jeden Fall machen und es kann nicht schaden. Ich habe eben gerade auch noch gelesen, als ich kurz bei web.de meine Mails gescheckt habe, da stand dann auch schon mal wieder der Artikel, ja, hier Kopf an Kopf rennen zwischen Schwarz-Gelb und Rot-Grün. Ich bin da mal sehr gespannt, was das wird. Ja, wobei ich prognostizieren würde, dass es wahrscheinlich weder noch wird, sondern es wird große Koalition wahrscheinlich. Würde ich mal vermuten, dass das so ist. Dass das so enden wird, glaube ich, am Ende. Also mir persönlich, wenn man mich fragen würde, wäre Rot-Grün am liebsten, aber wie gesagt, wir sind hier nicht bei Wünsch dir was und wir können nur unsere eigene Stimme abgeben. Deswegen tun wir dafür wenigstens eine Stimme dafür. Aber ich will hier niemanden beeinflussen. Wenn jemand sagt, nee, ich möchte Schwarz-Gelb haben, dann soll er es gerne wählen. Ich habe da kein Problem mit. Ich werde hier niemanden den Kopf abreißen für. Ja, und wie gesagt, das ist eben das Gute, dass es Meinungsfreiheit gibt. Und das schätze ich auch groß. So. Ah, was war das denn? Scheiße! Jetzt haben wir zum ersten Mal im Let's Play einen Schaden an der Fracht. Super, dass ich das mal erleben darf hier. Und jetzt auch noch mit dieser komischen Webcam-Einrichtung. Das darf ja nicht wahr sein. Das ist jetzt der 34. Auftrag und da hat es dann gescheppert. Aber ich weiß auch nicht, wie wir da überhaupt 5% Schaden bekommen haben. Das habe ich auch nicht so genau gesehen. Das muss ich mir, glaube ich, nach der Aufnahme mal nochmal genau anschauen. Ja, das war wahrscheinlich irgendwie während des Überholmanövers irgendwie zu stark. Wahrscheinlich an die Latte vorne dran gekommen. Das ist sau ärgerlich.